So, ja, guten Tag zusammen. Das Thema dieser Woche ist Namensänderung nach dem Outing. Ja, ich finde, man kann das auf zweierlei Weise verstehen. Erstens darauf bezogen, dass man die Vornamens- und Personenstandsänderung schon durch hat und dann nochmal den Namen ändern möchte. Oder dass man sich bei Verwandten und Freunden geoutet hat, mit einem bestimmten Namen, mit dem man angesprochen werden will und sich danach nochmal überlegt, dass man doch lieber einen anderen Namen hätte, bevor man halt die Vornamensänderung und Personenstandsänderung macht. Aufs Erstere bezogen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die Namensänderung einmal durch hat und alles offiziell geändert ist, beziehungsweise der Beschluss da ist, dann es ist, glaube ich, sehr schwer, das nochmal irgendwie zu machen. Ich glaube, da gelten dann dieselben Regeln wie für jeden anderen Menschen, der seinen Namen ändern möchte. Da muss man, glaube ich, dann schon sehr gute Gründe vorlegen, warum das quasi sein muss. Damit habe ich mich aber nicht auseinandergesetzt. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, außer dass ich glaube, dass man dann halt auch alles tatsächlich selber bezahlen muss und das, glaube ich, relativ teuer ist. Ich würde es einfach nicht empfehlen. Also ich denke halt sowieso, bevor man die Namensänderung beantragt, sollte man sich halt schon sicher sein, dass man den Namen tragen will für den Rest des Lebens. Ich meine, immerhin, ja, das Gute daran ist halt, man kann sich eben den Namen dann selber aussuchen. Dann sollte das eigentlich nicht so problematisch sein, sich vorzustellen, damit dann den Rest des Lebens ja, den Namen halt zu tragen. Sollte sich dann halt schon gut überlegen, welcher Name das sein soll. Und zum anderen, ja gut, den Namen selber aussuchen zu dürfen, ist halt auch ein bisschen, kann einen vielleicht auch überfordern, so. Aber ich denke, wenn man da halt vernünftig drüber nachdenkt, sollte man eigentlich einen Namen finden, mit dem man zurechtkommt. Und ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Also am Anfang ist es für mich auch komisch gewesen, mich selber so zu nennen und auch so angesprochen zu werden von Freunden oder Verwandten, weil man halt ja doch schon einige Jahre vorher mit dem alten Namen angesprochen wurde und das einfach so drin ist und es halt eine Zeit dauert, bis man sich wirklich daran gewöhnt hat, dass dieser neue Name derjenige ist, der einem gehört sozusagen oder zu einem gehört. Aber mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, mal, dass es mal anders war. Und ich glaube, wenn man sich halt outet und sagt, ich möchte so und so genannt werden, und die Leute dann auch versuchen, einen damit anzusprechen und so, und man dann merkt, ja, ich fühle mich vielleicht doch nicht ganz so wohl mit dem Namen, jetzt wo ich den auch höre, wenn andere Leute den sagen oder mich ansprechen. Ja, ich meine, das ist legitim dann zu sagen, ja, hört mal, ich möchte, glaube ich, doch lieber einen anderen Namen. Aber ich glaube, man sollte sich dann relativ schnell überlegen, ob man sich wohlfühlt mit dem Namen und wenn nicht, dass man dann so schnell wie möglich halt sagt, nee, ich habe mir doch was anderes überlegt, damit es für die anderen Menschen auch nicht so schwer ist, sich nochmal umzugewöhnen, weil das natürlich irgendwie doof ist, so von einem Namen auf den anderen und dann nochmal auf einen neuen Namen. Ich meine, man kann da, denke ich, schon Verständnis erwarten. Man sollte es vielleicht nicht 5 oder 6 Mal machen, so. Alle 2 Wochen, nee, doch nicht. Es braucht halt eine Zeit, wie gesagt, sich daran zu gewöhnen. Und ja, ich weiß nicht, man muss halt ein bisschen rumprobieren. Ich würde halt empfehlen, es erst mit sich selber so ein bisschen auszumachen, einfach sich vorzustellen, dass man mit dem Namen angeredet wird oder sich selber in Gedanken immer zu sagen, ich, Max oder was weiß ich, oder Peter oder was weiß ich, ja. Dass man einfach sich selber in Gedanken auf sich selber bezieht, diesen Namen, und den damit verwendet sozusagen. Oder den immer mal wieder aufschreibt und vor Augen hat sozusagen. Es ist halt schwierig, aber man kann vielleicht auch nur eine Person einweihen und sagen, nenn mich mal bitte eine Woche lang so, wenn wir irgendwie was machen oder so. Und dann schauen, ob sich das halt irgendwie richtig anfühlt. Und wenn nicht, dann kann man sagen, okay, danke, aber
vielleicht doch lieber einen anderen Namen und vielleicht würde die Person dann nochmal versuchen, das für ein paar Tage so zu machen. Wobei ein paar Tage halt doch eine relativ kurze Zeitspanne ist. Gerade halt was diese Gewöhnung angeht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es 70 Tage braucht, bis eine neue Gewohnheit verinnerlicht ist. Das ist wiederum ist natürlich dann schon eine lange Zeit irgendwie. Ja, man muss sich da halt einfach ausprobieren und ich finde es beim Namen auch immer wichtig irgendwie. Also mir war das wichtig, dass der Name nicht nur mir gefällt, sondern auch irgendwie zu mir passt. Ich meine, ich bin jetzt 28 und ich glaube, so ein neumodischer amerikanischer Name würde nicht zu mir passen. Einfach auch, weil die Zeit damals, 88, da waren diese Namen noch nicht in sozusagen. Deswegen passt so ein durchschnittlicher deutscher Name dann doch besser zu mir. Und ich glaube, ich würde mich auch komisch fühlen, wenn ich so einen exotischen Namen. Obwohl ich die teilweise halt auch sehr, sehr schön finde. Aber es hätte einfach irgendwie nicht gepasst. Deswegen ist es schon wichtig, finde ich, nicht nur darauf zu schauen, oh, welche Namen finde ich toll, sondern welche harmonieren vielleicht auch mit meinem Nachnamen und passt einfach in den ganzen Kontext sozusagen. Und ja, eine Idee ist vielleicht auch, wenn man wirklich nicht so genau weiß, welchen Namen man will, dass man einfach gute Freunde oder halt auch Verwandte, die einem nahestehen, fragt so, was würdest du finden, passt besser zu mir, der oder der Name, wenn man halt vielleicht schon eingegrenzt hat auf zwei, drei, vier Namen oder so. Oder vielleicht auch die Eltern einfach einbezieht, wenn man ein gutes Verhältnis hat und fragt so, wie hättet ihr mich genannt, wenn von vornherein alles richtig gewesen wäre. Das wusste ich eben auch und habe deswegen den Namen, den meine Eltern mir gegeben hätten, als Zweitnamen genommen. Und meine Eltern haben sich darüber dann halt auch gefreut. Ja, also es wäre vielleicht auch eine Option gewesen, das als Erstnamen zu nehmen, aber das fand ich dann halt nicht ganz hundertprozentig passend zu mir, deswegen als Zweitname. Und ich bin halt ja, schon sehr glücklich damit. Ich kann mir noch nicht vorstellen, den irgendwie nochmal zu ändern, weil das jetzt nach 3 Jahren oder sogar länger. Das mir irgendwie auch dumm vorkommen. Also man muss da halt irgendwie vielleicht auch aufs Bauchgefühl hören. Das war bei mir so, das ist immer eine gute Hilfe. Und wenn man den Namen dann doch nochmal ändern möchte, dann sollte man sich halt wirklich gut überlegen, warum man das eigentlich will. Und wie gesagt, was den offiziellen Weg angeht, wenn man halt schon die Namensänderung hatte, kann ich dazu wirklich nicht viel sagen. Da muss man sich Internet einfach nochmal informieren oder vielleicht gibt es eben auch Leute, die das schon gemacht haben und sich da einfach mal ja, erfragen, wie das funktioniert. Ich glaube, das war's von mir zu diesem Thema diese Woche.